Hallo Leute und herzlich willkommen zu TM, auch bekannt als Trackmania. Und heute spielen wir Solo-Spiel und wir fangen erstmal an bei Weiß mit den ganz einfachen Strecken. Schwarz ist dann schwierig, Weiß ist am einfachsten. Aber bevor wir anfangen, erkläre ich euch noch mal, was es noch gibt. Es gibt online, da kann man mit anderen Spielern aus der ganzen Welt Party spielen. Da kann man in einem PC zu zweit oder zu dritt oder zu zwei bis zu sechs spielen und im lokalen Netzwerk halt über LAN. Dann kann man noch eine eigene Strecke erstellen, seinen Wagen umlackieren und ein Replay bearbeiten. Dann kann man das noch Profil bearbeiten, dann kann man natürlich noch beenden. So, und wir fangen natürlich erstmal an mit Weiß und dem ersten Rennen. Da seht ihr auch mal die Controls. Dann drücke ich die Tasttaste, in meinem Fall die Enter-Taste, und ich fahre erstmal ohne Ghost. So, das ist die Strecke. Wie wir sehen, ist es noch relativ einfach. Aber es ist auch kein Wunder, es ist die erste Strecke. Wenn ich jetzt Fan wäre, ist es halt Fail. Und ja. Und Trackmania geht es halt darum, bestimmte Strecken mit ziemlich viel zu schnellen Autos zu schaffen. Und die Strecken werden auch später richtig schwer. Und unten rechts zum Beispiel seht ihr meine zurückgelegte Strecke und meine aktuelle Geschwindigkeit. Und wie ihr seht, ist es ein bisschen höher als bei normalen Autos. Da unten seht unten in der Mitte seht ihr auch noch die Zeit. Und ich habe auch den Goldgeist geschlagen. Das heißt, ich habe die Strecke jetzt fertig. Dann kann ich jetzt nicht wiederholen. Dann kann ich jetzt die Strecke beenden. So, dann machen wir jetzt das zweite Rennen. Wieder ohne Geist. Ja, das sieht schon etwas anstrengend aus. Und außerdem ist es auch hier auf beweglichem Untergrund gemacht. Das heißt, das Handling ist auch ganz anders. Und später gibt es dann auch noch andere Modes. Beispiel Endurance sind lange Rennen, die halt nicht so anspruchsvoll sind. Oder Akrobatik, da muss man halt Halfpipes und so längs fahren. Und hier auch hier easy durch. Aber diesmal leider nur Silber geholt. Dann kann ich jetzt, mache ich jetzt weiter mit dem dritten. Ist auch wieder ein normales Rennen. Andere Fahrzeuge gibt es diesmal leider nicht. Und kann mir bitte jemand mal erklären, wie wir, bitte schön das Auto wechseln, weil ich habe das noch nicht gefunden oder gibt es gar kein anderes im Spiel. Wenn, das wäre richtig schade. Der Soundtrack des Spiels ist nebenbei auch ziemlich gut. Na, ja, auch wieder Gold. Das ist aber schön. So, dann machen wir jetzt weiter. Akrobatik. Das ist Akrobatik, aber hier ist es natürlich noch nicht so anstrengend. Und, ja. Die Strecke hat einen Trick. Ich habe das schon mal vorher angespielt. Man denkt, man würde hier so geradeaus fahren müssen. Das muss man aber nicht. Man muss nämlich hier so fahren und da muss man hier so rechts abbiegen. Das ist relativ tricky, aber wenn man es weiß, dann ist die Strecke eigentlich relativ leicht. Und hier auch wieder Gold geholt. Ja, ich denke, ich mache jetzt noch den und dann war es auch schon für den ersten Part. Dann haben wir nämlich die etwas schwierigeren Strecken frei bei Stufe 1 und ja, mal schauen, wie wir die dann meisten werden. Also gut, wieder eine Dirtstrecke. Mit sehr vielen Sprüngen sogar. Oh nein, das ist jetzt aber scheiße. Oh, ich bin sogar so durchs Ziel gekommen und hab noch Gold bekommen. Boah, das ist ja richtig krass. Boah, krass. Das sieht echt krass. Ja, und wie diese Sachen dann hier so schwierig sind, das schauen wir dann im nächsten Part. Bis dann, Leute, und tschüss.